Bin gespannt, was ihr sagt. Oh Gott. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Opening auf meinem Kanal. Und dieses Mal wollen wir wieder ein paar Briefe öffnen, denn ich habe nämlich fleißig eingekauft auf Cardmarkt. Ja, hier sind einige, aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch wieder den ein oder anderen Schnapper auf eBay gemacht, beziehungsweise habe ich da nicht nur Karten ergattern können, sondern auch diese wunderbare Spielmatte. Ja, ihr seht noch nicht allzu viel, das wird sich natürlich im Verlauf des Videos ändern. Von daher würde ich sagen, schnack mal nicht allzu lang und wir starten direkt rein in das Video. So meine Lieben, und da sitzen wir auch bereits am Tisch und wir wollen natürlich jetzt den ersten Brief bereits öffnen. Zum Glück kann ich hier die Karten erspüren und deswegen schneide ich jetzt hier mal entlang. Auch wieder, ne? Kinderschere ist am Start. So, ich habe hier Karten gekauft, um euch mal kurz aufzuklären, die mich so ein bisschen aufs nächste Format vorbereiten sollen. So, von Wait and Trade habe ich einmal was bestellt. Das müssten, glaube ich, die Einheit lebt Karten sein, genau, in Secret Rare von der Speed Duel GX Box, glaube ich, war das. Ja, ist ganz hübsch, glaube ich. Und mit dem Prisma zusammen in Manadium extrem stark, finde ich jedenfalls. Weil es halt eine One-Card-Kombo ist dadurch. Und du in Baron de Fleur endest, die dich protectet den ganzen Spielzug. Finde ich halt sehr, sehr mächtig. Finde ich wirklich sehr, sehr mächtig. So, den können wir so öffnen. Falls ihr euch wundert, warum ich die Briefe alle so hingelegt habe, ich möchte natürlich hier keine Adressen leaken, von daher sieht es vielleicht ein bisschen weird aus, aber ist alles zum Schutz von euch natürlich, falls ich bei euch bestellt habe, beziehungsweise natürlich auch von meiner Adresse. Ja, genau! Habe ich mir bestellt, zweimal in Deutsch, müsste noch einmal in Englisch dabei sein. Ja, ich finde, kann man auf jeden Fall haben. So, hat bestimmt Potenzial zu steigen, weil es halt eine schöne Starlight Rare ist. Das Artwork gefällt mir halt nicht so sehr, aber die Rarität ist halt krass. Und ich dachte mir, wenn ich mal ein Deckprofil mache, dann kann ich ruhig die beiden hier verwenden, weil die Rarität halt krass ist. Und ja, könnt ihr gerne eure Meinung mal zu der Rarität in die Kommentare hauen. Wie findet ihr die? Hättet ihr euch auch diese Karten gekauft oder eher nicht? Auch das würde mich mal interessieren. Ich bin gespannt, in der Megatin könnten wir natürlich noch das Original-Artwork drin haben. Wenn dem so sein sollte, dann werde ich mir das natürlich auch ranholen. Aber das hat halt auch alles Potenzial, glaube ich, schon zu steigen. So. Machen wir hier weiter. Was haben wir denn hier? Ach ja, Fantasy Freak habe ich bestellt. Genau, hier, den guten Sagas. Brauche ich natürlich für mein super starker Samurai-Deck. Weil der mir eben, wenn ich vielleicht nicht in mein Linkmonster komme, immer noch mein Regulus suchen kann. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Boah, hier ist ein bisschen mehr drin. Das könnte die eBay-Bestellung sein. Mal gucken, ob es das auch ist. So, lass mich bitte los, Scherer. Danke. Na, jetzt kriege ich es nicht auf. Doch hier. So, genau. Das ist eBay. Ja, da seht ihr schon. Den Seelenbrecher habe ich hier einmal. Musste auf 3 spielen in super starke Samurai, weil der einfach krass ist. Der ist nicht Once per Turn, das heißt, selbst wenn du ihn dreimal auf der Hand hast, ey, das tut dir halt null weh. Das tut dir halt wirklich gar nicht weh. Da freust du dich eigentlich eher noch drüber. Ja, müsste auch dreimal sein. Habe ich relativ günstig bekommen. Ja, habe ich mir gleich geholt, als ich gesehen habe, dass die Raritäten von den ganzen super starken Samurai-Karten niedrig ist. Ja, das ist ein bisschen schade, glaube ich auch. Oder damit hätten, glaube ich, die wenigsten gerechnet, dass die Rarität so gut wie nur Common ist, bis auf das eine Super Rare Monster, aber ansonsten kriegst du da halt alles für Common oder in Common. Und das heißt natürlich auch, dass die anderen Karten dann steigen. Wenn die Karten nicht so günstig zu haben sind, dann überlegen nochmal einige Spieler, dass sie sich vielleicht doch das Deck dann ranholen, weil das ist halt auch wirklich nicht schlecht. Muss man halt auch ganz klar so sagen. Und ja, dann steigen natürlich die anderen Karten. Hier müsste ich, glaube ich, zweimal den Friedensstifter drin haben. Ah, nee. Ach, genau. Und die Waage ist auch dabei. Krass. Oh, super. Genau, weil in einigen Decklisten, da wird die Waage nur auf 1 gespielt und auch der Friedensstifter. Aber ich wollte mir das auf jeden Fall offen halten, dass ich beide auf 2 spielen kann, weil ich auch überlegt habe, vielleicht eine Going Second Variante zu bauen damit. Weil du halt so viele Handwraps in dem Deck spielen kannst, dass du theoretisch danach auch ganz easy deinen Gegner OTK'en kannst. Von daher bin ich mir noch nicht so recht sicher, wie ich das Deck spielen werde und deswegen wollte ich mir das auf jeden Fall offen halten. Und die Waage halt deswegen auf 2, weil wenn dein Gegner 2 oder mehr Monster kontrolliert und du selber keins, kannst du den Spezialbeschwören von der Hand.
Und das kann halt nicht schlecht sein, einfach for free noch Monster zu kühlen. So. Okay, hier ist nochmal innen drin angeklebt. Natürlich suboptimal für mich jetzt. So. Na. So, gut. So, genau, hier haben wir einmal den dunklen Magier nochmal. Aber in Englisch, weil in Englisch hat er halt das höhere Potenzial, nochmal ein bisschen mehr zu steigen als deutsche Kopien, weil du halt einen größeren Absatzmarkt hast, muss man ganz klar sagen. Und deswegen kann es auf jeden Fall nicht schaden. Die beiden könnten auf jeden Fall gespielt werden, der auf jeden Fall nicht, weil der soll wirklich zur Wertsteigerung beitragen. So. Was haben wir hier drin? Ah, genau. Genau. Die DD-Krähe in Secret Rare. Ich habe ja einmal gezogen, wer mein Opening noch nicht gesehen hat, da habe ich sie einmal gezogen und deswegen dachte ich mir, hole ich mir die anderen beiden Kopien auch noch ran. Und dann haben wir noch einmal die Verlockung der Finsternis, habe ich übrigens auch relativ günstig bekommen noch auf eBay. Ich glaube, für eine Kopie von der DD-Krähe habe ich um die 6 Euro bezahlt. Ich glaube, auf Card Market geht sie bereits ihre, nee, ich habe sogar weniger bezahlt, glaube ich, unter 6,55 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt für eine Kopie. Und auf Card Market geht sie, glaube ich, ihre 6,50 bis 7 Euro. Und hier habe ich, glaube ich, auch 1 Euro insgesamt gespart. Habe ich auch nur dazu gekauft, weil der Dude die auch noch im Sortiment hatte. Und dann dachte ich mir, wenn ich dann bei dem einkaufe und die gleichen Versandkosten dann existieren, kann ich mir die auch nochmal ranholen. Ja. Und DD-Krähe wird bestimmt irgendwann nochmal ihr Format sehen. Von daher kann es nicht schaden, sie jetzt schon in einer höheren Rarität zu haben. So, und dann kommen wir schon zum letzten Brief, bevor wir dann zu der neuen Spielmatte kommen. Ich bin gespannt, was ihr zu der Spielmatte sagen werdet. Ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Ist natürlich generell mal Geschmackssache bei einer Spielmatte. Aber die ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen spezieller. So. Was haben wir hier? Einmal eine Protector-Karte nehme ich an, die auch schon echt damaged ist. So, und hier haben wir noch eine. Genau. Und hier haben wir eine Eccentrix. Die anderen beiden müssten noch auf dem Weg sein. Da warte ich aber schon ein bisschen länger. Ich hoffe, die kommen auch noch an. So. Ja, da ist sie. Ist ja extrem... Oh, was ist das denn? Die hat aber einen Schaden. Muss ich gleich mal gucken, als was ich die gekauft habe. Weil wenn die natürlich damaged ist, ist das natürlich nicht so schön. Ja, nochmal gucken. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die ist ja in Super Rare extrem gestiegen. Ich glaube, die geht zurzeit ihre 10 Euro fast im Playset, die Kopie. Ich habe sie noch für 5 Euro bekommen. Und du brauchst sie halt auch in Super Starke Samurai. Und deswegen, die anderen beiden müssten noch ankommen, wenn die dann da sind. Dann werdet ihr bestimmt einen Deckprofil dazu sehen. Aber ob es dann Going Second oder Going First ist, das wird sich natürlich noch herausstellen. Jetzt muss ich kurz mal hinten hingreifen. Und hier das gute Stück holen. Wird ein bisschen länger dauern, glaube ich, zum Öffnen. Von daher werde ich das hier ein bisschen cutten. So, damit haben wir sie jetzt geöffnet. Oder können wir sie jetzt öffnen? Oh nein, jetzt habe ich doch hier. Genau. So, dann holen wir sie mal raus. Ich würde sagen, ich packe mal die Karten vorsichtshalber mal beiseite, nicht, dass ich da noch irgendeine weiter beschädige. Und da muss ich gleich mal gucken, seht ihr, schon wieder fast vergessen. Dann packen wir die mal kurz hier oben hin. So, dann holen wir sie mal raus. Das gute Ding. So, ich bin gespannt, was ihr sagt. Oh Gott. So, da ist er. So, ja, ihr seht sie nicht ganz, glaube ich. Ich kann ja mal so ein bisschen lang fahren, dann könnt ihr so ein bisschen besser erspähen. Ich fand die ganz witzig. Also erstens ist es eine Judge-Matte und Judge-Matten sind immer ganz cool eigentlich, beziehungsweise haben die halt Potenzial zu steigen. Weil die halt sagen, darfst du nicht, darfst du, ist okay, also es geht nicht, ist okay und so weiter. Fand ich ganz lustig. Gerade im Kashtira-Format fand ich das halt extrem lustig, weil wir da die Zonen blockiert haben und wenn man dann halt sagt, ja, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, ist halt schon irgendwie lustig. Und habe ich richtig günstig bekommen, ich glaube für, lasst mich lügen, mit Versandkosten so um die 25 bis 30 Euro waren es, glaube ich. Und ich glaube, die geht ja auch so um die 45, 50 Euro insgesamt auf Card Market, wenn ihr sie sealed haben wollt. Und ja, da dachte ich, da kann man doch mal zuschlagen.
Und ich glaube, ich habe es nicht bereut. Also wie gesagt, ich finde die ganz witzig. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne liken und abonnieren. Denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützt auf dem Weg zu 3000 Abonnenten. Und damit war es das mit mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Macht's gut, haut rein, ciao.